So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, die neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben in der alten Heimat, in der alten Wohnung damals Big City Pizza getestet von Wagner. Da gab es die Pizza Budapest, was ja richtig genial war, weil Budapest, Pokémon Go und so weiter, man muss es nicht erklären. Dann hatten wir die Pizza, jetzt muss ich überlegen, Rom. Und wir hatten die Pizza Sydney. Und dann haben die Leute gesagt, hast du auch schon mal die Pizza Boston getestet? Da habe ich gesagt, nee, habe ich noch nie gesehen. Jetzt ist es aber soweit. Pizza Boston ist am Start von Big City Wagner Pizza Boston. Die möchte ich probieren. Und ich habe sogar noch eine gefunden, die Pizza Tokyo. Die aber dann beim nächsten Mal. Das ist Pizza Boston mit Spinach. Cream Cheese and Onions, inspired by Boston. Die sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Mit Spinach, mit Cream Cheese und mit Onions. Ob die wirklich so aussieht, wenn sie draußen ist, das sehen wir gleich. Wir hauen jetzt nämlich mal in den Ofen rein und ich werde mir wahrscheinlich wieder ein bisschen Jalapeno-Soße holen, die ich mir dann drauf mache, wenn die nicht würzig genug ist. Ansonsten, Big City Pizza finde ich eigentlich trotzdem totaler Quatsch, weil die haben immer so einen richtig dicken Rand. Wenig Belag in der Mitte, weil halt die komplett fast nur aus Rand besteht. Die soll angeblich mega fluffig und lecker sein. Aber das ist die, die in 5 Sekunden warm ist und in einer Sekunde wieder komplett kalt. Das heißt, ihr müsst sie eigentlich mit Ofen essen, damit die nicht kalt wird. Ich mache jetzt mal das Papier ab. Sehen, die hat schon Gefrierbrand überall. Ich weiß nämlich nicht, wie lange die da rumfliegt. Beziehungsweise, das sind halt ein paar Eiskristalle drauf. Das ist ja jetzt nicht so tragisch. Da fliegen die Eiskristalle weg, das sieht gut aus, das können wir euch auch nochmal so zeigen, wenn wir das so halten und dann pusten. Da fliegt der ganze Winter aus der Boston-Landschaft raus. Die machen wir jetzt in den Ofen und melden uns, wenn die fertig ist. So, die Pizza ist jetzt fertig und guckt dir das an. Die sieht ja richtig gut aus, hätte ich gar nicht so gedacht. Der Käse am Rand ist sogar richtig schön braun, goldgelb braun gebacken. Dann ist da ganz viel Spinat drauf und diese Cream Cheese, was da drauf steht. Cream Cheese and Onions, Cheese and Onions, Cream Cheese and Onions. Ich habe mit dem Pizzaschneider das durchgemacht, habe den abgeschleckt. Das war so cremig und gleichzeitig auch irgendwie würzig ein bisschen. Also habe ich noch nicht erlebt, finde ich richtig gut. Pizza Boston. Für das Thumbnail müssen wir das Ganze aber mit dem Karton nochmal reinhalten und die davor so ungefähr. Das reicht jetzt und jetzt können wir die mal probieren, weil ihr wisst ja, die wird ja innerhalb von 5 Sekunden wird die direkt wieder kalt. Nehmen wir uns jetzt mal hier ein Stück. Richtig hoch, ja. Sieht schön aus, Big City, amerikanische Pizzen, ne? Vor allem Tokio, Big City, amerikanisch. So, beißen wir mal in den Rand. Mega softer Knusperrand. Ohne Geschmack. Schmeckt irgendwie gerade ein bisschen nach Kühlschrank einfach nur. Dann probieren wir die andere Seite. Also der Rand schmeckt halt wirklich leider nach gar nichts. Spinat hat ja jetzt auch nicht so den extrem betörenden Geschmack. Aber wir beißen jetzt mal vorne in die Mitte. Da erwarte ich jetzt Geschmack, vor allem durch diese Käsecreme. Also seht ihr das? Das ist käsig, das ist cremig, das ist schmierig. Das ist gleichzeitig aber irgendwie trotzdem gut, wie ein schöner Flammkuchen. Aber der Spinat ist so wässrig und so mit Wasser vollgesogen, du beißt da rein, der Spinat nimmt den ganzen Geschmack schon wieder weg. Als würdest du in einmal Wasser über deine Pizza kippen und dann essen wollen, so schmeckt das gerade. Also, schmeckt gut, fehlt mir aber trotzdem irgendwie was Kräftiges durch den Spinat. Ja, bin jetzt nicht so der größte Spinatfreund, ich probiere es trotzdem nochmal so. Und die hat auf jeden Fall gute Ansätze, aber der Spinat nimmt trotzdem zu viel Geschmack weg. Machen wir aber was anderes und zwar nehmen wir uns die Hot Jalapeno Sauce von Fuego. Knallen die mal hier hinten drauf. Und merken dann, dass alles nur noch nach Essig schmeckt und irgendwie ein bisschen brennt. Aber irgendwie passt es trotzdem zu dieser Pizza. Und werde das für meinen Geschmack noch ein bisschen auf. Jetzt probiere ich es mal hier vorne auf dieser Käsecreme-Ecke.
Ja, und das passt schon, muss ich sagen. Also mir gefällt es so deutlich besser. Wem das also zu lasch ist, der würzt sich halt ein bisschen was nach mit irgendeiner Soße oder Tabasco auf Pizza, geht sowieso immer. Muss ich aber nicht unbedingt nochmal kaufen. Es gibt so viele tolle Sorten, Tabasco auf einer Salami, Pizza ist auch richtig genial. Und trotzdem könnte ich empfehlen, weil die meisten Leute lieben Spinat, ich mag keinen Spinat, die Creme ist trotzdem richtig genial. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich muss nämlich noch ein Stück für Marie übrig lassen und ein Stück für Pupsi, die wollen auch mal probieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.